Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda gösterici COVID-19 önlemlerini protesto ediyorlar. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen protestocular pazartesi günü yürürlüğe girecek sokağa çıkma kısıtlamasına tepki göstermek üzere başkentin önemli merkezlerinden Heldenplatz Square'da bir araya geldi. Göstericiler özellikle 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenen aşı zorunluluğuna tepki gösteriyorlar. Absatz 5 Sicherheitspolizeigesetz werden während dieser Versammlung Bild und Sie wollen die Menschen in die Nadel treiben, nur um das Versagen der Regierung weiter zu verduschen. Radikale Schwurbler, Corona-Leugner und sogar als solche beleidigt und denunziert werden. Wenn der Kanzler eines Landes von den Ungeimpften in dritter Person spricht, der keine Lust auf Solidarität hat. Meine Lieben, Patienten, Bewohner und Klienten. Wir sind immer noch die gleichen. Wir möchten niemanden aus... Widerstand! 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 Wie Gift wurden Wörter über uns verschüttet. Bis jetzt haben wir Tränen getrocknet, Gespräche geführt, uns liebevoll den Anvertrauten gewidmet. Aber jetzt hat Hass und Vorurteil Menschen geteilt, die früher für Zusammenarbeit, Toleranz und Zuvorkommen gestanden sind.
Zukunft. Weil wir beim Verlassen einer Demo auf dieser Seite auf unsere Freunde gewartet haben. 28 Polizisten des Lebens sein. Und Steuern zahlen. Was muss noch passieren? Was noch? Und ich will einfach die Tour. Und was für mich als Vater die allerwichtigste Frage ist, ist das die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen wollen? Kannst du mir nicht zustimmen? Getan, was sie sagen.